Was ist eigentlich Gaslighting? Vielleicht habt ihr den Begriff ja schon mal gehört. Das ist ein Begriff für Manipulation in Beziehungen. Und in dieser unerhört Folge möchte ich einmal klären, was sich dahinter tatsächlich verbirgt. Und damit ganz herzlich willkommen bei der neuen Unerhört Sprechstunde. Ihr wisst, an dieser Stelle beantworte ich hier eure Fragen, nämlich alles rund um Liebe, um Partnersuche, um Partnerwahl, um Liebeskummer und natürlich um Beziehungen. Ich bin Erik Hegmann, ich bin Paartherapeut, ich bin Chefredakteur von Beziehungsweise. Das ist euer Magazin für mehr Liebe und Gründer der Modern Love School. Ja, Gaslighting. Was ist das eigentlich? Und ist jede Manipulation auch Gaslighting? Also streng genommen ist ja jeder Versuch, den Partner verändern zu wollen, bereits manipulativ. Aber manche Veränderungen sind ja durchaus positiv. Und solange sie von beiden Partnern getragen werden, ja auch sinnvoll. Im Gegensatz dazu, Gaslighting ist Manipulation im Geheimen, aus Vorsatz und ja aus reinem Egoismus. Gaslight ist eigentlich der Titel eines Theaterstückes und in dem ja, möchte ein Mann seine Ehefrau in den Wahnsinn treiben, um an ihr Erbe zu kommen. Berühmt wurde dieses Theaterstück vor allem durch die Verfilmung mit Ingrid Bergman in der Rolle des Opfers dieses manipulativen Partners. Die Idee, durch bewusste Täuschung einen Unschuldigen in die Verzweiflung und in den Wahnsinn zu treiben, wurde ja danach immer wieder auch in Filmen aufgegriffen. Das ist sogar ein eigenes Genre geworden. Heute bezeichnet Gaslighting als Verhaltensweise die vorsätzliche Täuschung und Manipulation eines Partners, um ihn an der eigenen Wahrnehmung zweifeln zu lassen. Gaslighting ist also eine Form von psychischer Gewalt und von Missbrauch. Und Opfer von Gaslighting benötigen meist therapeutische Behandlung, um diese Erfahrungen verarbeiten zu können. Wie gesagt, im Theaterstück und im Film versucht der Täter ja, seine Ehefrau an ihrem Verstand zweifeln zu lassen. Wie macht er das? Er versteckt beispielsweise eine Brosche und behauptet dann, sie hätte diese verlegt. Auch sorgt er dafür, ja, dass die dem Film oder dem Stück den Namen gebenden Gaslichter unvermittelt flackern und ihr Angst machen. Und als sie ihm dann ihre Sorgen berichtet, da behauptet er, nö, da flackerte nix, das bildest du dir nur ein. Und immer wieder verdreht er ihr die Worte im Mund, immer wieder überzeugt er sie, dass letztlich an allen Problemen sie allein die Schuld trage. Und irgendwann weiß sie nicht mehr, wem und was sie glauben kann und erleidet einen Nervenzusammenbruch. Wenn jetzt im Internet von Gaslighting in Beziehungen von vielen Coaches gesprochen wird, dann ist damit eine dysfunktionale Beziehung gemeint, in der ein, ja, häufig sadistischer, vielleicht auch narzisstischer Partner versucht, durch Manipulationen den anderen Partner in einer emotionalen Abhängigkeit zu halten. Es geht also um Macht, es geht um Kontrolle. Manchmal aus der Furcht heraus verlassen zu werden. Solche Täter zeichnen sich dann auch unter anderem dadurch aus, dass sie sich selber keine Grenzen aufzeigen lassen. Also kommt es zum Konflikt, reagieren sie wütend, gekränkt und vielleicht sogar gewalttätig. Sie sind aber sehr, sehr geschickt, die Schuld zurückzuspielen. Und zwar meist so geschickt, dass das Opfer sich selbst die Schuld für den Konflikt gibt. Und gegen solch einen manipulativen Partner haben dann ja vor allem Menschen, die vorher in anderen Beziehungen schon mal verletzt wurden, häufig gar nichts mehr entgegenzusetzen. Und wer erst einmal sich selbst und der eigenen Wahrnehmung nicht mehr vertrauen kann, der ist dann einem solchen Täter wirklich hilflos ausgeliefert. Viele Opfer halten sich tatsächlich dann für verrückt, leiden unter ganz schweren Depressionen. Wie komme ich aus einer solchen kranken Beziehung raus? Also der erste Schritt ist das Erkennen der Situation. Das ist nur eben auch ein sehr schwieriger Schritt. Oft kann der Täter nämlich den gemeinsamen Freundeskreis davon überzeugen, ja, dass es das Opfer ist, das die Tatsachen verdreht und das Opfer ist eigentlich der Lügner. Während also der Manipulierte an allem zweifelt, was ihm vorher noch ja real erschien und richtig erschien, wendet sich das soziale Netz ebenfalls ab. Und die Folge ist, das Opfer ist dem Täter jetzt dann
allein und ohne Hilfe ausgeliefert. Häufig kann jetzt das Opfer dann auch im Alltag, also auch die tägliche Arbeit, gar nicht mehr ausüben. Kontaktsperre und Kontaktabbruch sind dann die ersten Maßnahmen, wenn es zu einer professionellen Unterstützung kommt. Langsam kann dann der zerstörte Selbstwert wieder gestärkt werden, wieder aufgebaut werden, bis das Opfer dann auch stark genug ist, wieder den Alltag zu bestehen. Gaslighting ist wirklich Missbrauch. Und das Besondere an Gaslighting ist, dass die Opfer lange nicht bemerken, dass sie manipuliert werden. Der beste Schutz vor Gaslighting ist vermutlich ja ein starkes Selbstbewusstsein, weil das kann sich dann gegen Manipulation wehren. Das kann ja auch aufmerksame Freunde oder Familienmitglieder informieren und die können dann die Sorgen und Ängste ernst nehmen. Und dazu gehört dann auch eine Kommunikation über ja die Veränderungen, die da wahrgenommen werden. Vielleicht auch kleine Momente, so eben, dass Manipulationen auch früh als solche enttarnt werden können. Das heißt, achtsam sein auf veränderte Verhaltensweisen. Wer zuvor ganz stark und selbstbewusst war und sich plötzlich dann als ja super schwach und ängstlich erlebt, der sollte solchen Veränderungen auf den Grund gehen. Dahinter muss jetzt nicht unbedingt ein Machtspiel, Missbrauch oder Manipulation stecken. Aber gut auf sich selbst hören und gegebenenfalls auch ja den Rat von Spezialisten wie Therapeutinnen einholen, sowas kann dann eine Abhängigkeit vielleicht aufdecken und dann in Folge vielleicht auch schließlich eben auflösen und beenden. Jetzt fragt ihr euch, wie häufig ist denn Gaslighting? Nun, es gibt Opfer von Manipulationen und Opfer von emotionalen Abhängigen und jedes davon ist eines zu viel, überhaupt keine Frage. Aber wir leben auch in einer Zeit des Google-Journalismus, das heißt, Inhalte müssen gefunden werden. Und dazu benötigen Sie nach Möglichkeit ja neue, spannende Namen, die möglichst eingängig sind und dann gesucht und eben gefunden werden. Und im Bereich Liebe und Dating gibt es ja immer wieder vorgeblich neue Dating-Trends. Benching, Ghosting, you name it. Und sie alle beschreiben ja bekannte Verhaltensweisen, geben ihnen aber neue Namen. Aus dem plötzlichen Kontaktabbruch wird dann Ghosting und aus Manipulation wird Gaslighting. Diese Begriffe stammen häufig von Frauenzeitschriften meist oder von Coaches oder von Bloggerinnen und Bloggern, die damit Seitenaufrufe generieren. Die Relevanz in der Praxis ist dadurch noch nicht gegeben, dass man ein Thema überall liest. Also wenn es beispielsweise um das Thema Narzissmus geht, da ist ja ganz viel Aufmerksamkeit garantiert. So ist das auch bei Lovebombing, bei toxischen Beziehungen und eben bei Gaslighting. In der paartherapeutischen Praxis muss ich sagen, ist Gaslighting bei mir eigentlich fast nie Thema. Und auch aus der Supervision mit Kolleginnen kenne ich das auch eher so unter dem Vorgang, da gibt es einen manipulativen Partner, vielleicht gibt es auch Aufmerksamkeits- und Konzentrationsschwierigkeiten, vielleicht gibt es auch ganz unterschiedliche Wahrnehmungen. Ich sage mal ein Beispiel, der nicht angekündigte Besuch des Kollegen. Da kann gut sein, dass beide ganz sicher sind, dass sie recht haben. Er hat es ihr gesagt, sie weiß, er hat es ihr nicht gesagt. Doch, nein, doch, nein, doch. Und ganz ehrlich, das ist Standard in der Paartherapie. Und bevor ich jetzt sowas wie eine Manipulation oder Gaslighting rausholen würde, was ja ein heftiger Vorwurf ist, würde ich schon versuchen zu fragen, was hätte die andere Person davon, dass sie mich so manipuliert? Und natürlich auch, wo sind wir in unserer Beziehung angelangt, dass ich so etwas vermute von der Person, die ich liebe? Im Film, im Theaterstück, da ging es um sehr viel Geld, ein Erbe, ein Verbrechen. Bevor ich sage, ich erlebe Gaslighting, worum geht es in meiner Beziehung? Was treibt unsere Dynamik an? Wie können wir diese Dynamik gemeinsam verändern? Ich freue mich auf euch in der nächsten Sprechstunde und bis dahin nutzt natürlich sehr gerne die Kommentarspalte. Erzählt von euren Erfahrungen. Habt ihr Gaslighting schon erlebt? Seid ihr vielleicht dahinter gekommen, dass das, was ihr dachtet, dass Gaslighting war, vielleicht sich als was ganz anderes herausgestellt hat. Ich freue mich über eure Erfahrungen und alle anderen bestimmt auch. Das ist sehr hilfreich und das ist ja eine Idee von Beziehungsweise, dass eben wir authentische Geschichten erzählen und vorstellen, so dass andere sich überlegen können, oh, davon könnte ich mich inspirieren lassen. Das könnte ich vielleicht auch mal ausprobieren. Insofern, wir freuen euch über
Wir freuen uns über eure authentischen Geschichten und über eure Kommentare. Vielen Dank.